Ja, wir haben eine österreichweite Kampagne Glaub an dich, wo wir die Menschen animieren, ihre Träume zu formulieren und auch wahr werden zu lassen und ans Vollmann an sich zu glauben. Das braucht man in diesem Land. Wir haben das Ganze versucht umzusetzen mit einer speziellen großen rollenden Collage auf den Bussen, die nach Innsbruck ein- und auspendelt. Don't tell me that the good old days are over. We're two hearts running wild. On and on, we'll move a little closer. We don't have to burn out in the fire. Mit der Spende haben wir vor, die Einrichtung für unser neues Haus mitzufinanzieren. Sobald das Haus gebaut ist, braucht es dann natürlich sehr viel. Es braucht Betten, es braucht Schränke, es braucht Tische, es braucht Sofas, es braucht einen Kinderspielplatz, Spielsachen. Und mit diesem Geld werden wir all das mitfinanzieren. Just what you're waiting for, waiting for. And you should know. Ich habe keinen Traum draufgeschrieben, ich bin gepostet, also über die Seite Glaub an dich Tirol. Und klarerweise, wir haben also in die Kampagne hat einen karitativen Zweck. Wir wollen möglichst viele Träume fürs Frauenhaus zusammenbringen. Und ich habe geschrieben, ich wünsche mir möglichst viele Träume fürs Frauenhaus, dass wir einen großen Betrag zusammenbringen für die Einrichtung des Frauenhauses. Ja, ich habe derzeit ein Bandscheibenleiden und da wünsche ich mir eine schmerzlose Zeit. Ich wünsche mir einen folgsamen Hund, weil wie du siehst, ist er noch sehr jung und sehr wild. Cool. Aber ich glaube, mit der Zeit. Mein großer Traum ist, ein Bollywood-Schauspieler zu werden, was oben steht. Warum ist mein Traum ist? Ja, weil ich eins vergesse liebe. Also ich liebe Schauspiel und ja, ich möchte dann versuchen, jetzt bald mal, werde ich nach Indien gehen, also jetzt vielleicht heuer oder nächstes Jahr. Und werde ich versuchen, dass der Traum in Erfüllung geht. Ja. Ich habe gerade mit dem Super Traumstift meinen Lebenstraum auf den Bus geschrieben. Und es ist ein tolles Leben, Leben. Ich bin jetzt 24 und will auch was erreichen und so. Mhm, ja. Just what you're waiting for.